Und das ist eine Sorge, Sie müssen sie nicht teilen, aber ich mache jetzt 40 Jahre Politik, es ist jedenfalls meine Empfindung, auch wenn ich sie nicht so empirisch jetzt belegen kann. Ich habe das Gefühl, dass uns in Deutschland langsam aber sicher der Zusammenhang verloren geht zwischen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes und der sozialen Leistungsfähigkeit. Nur wenn wir auf Dauer wirtschaftlich erfolgreich sind, dann werden wir auch das hohe Maß an sozialer Sicherheit behalten können, auf das wir alle stolz sind. Wissen Sie, auch bei allen, auch jetzt durch die jüngsten Beschlüsse, sozialpolitischen Debatten, für die habe ich Verständnis. Wir müssen aufpassen, dass nicht ein großer Teil der Bevölkerung bei der Politik mit ihren legitimen Anliegen und Interessen unter die Räder gerät oder gar nicht beachtet wird. Wohlstand in unserem Land, Wirtschaftswachstum, hohes Maß sozialer Sicherheit, verdanken wir einer Personengruppe, die leider in der politischen Debatte zu kurz kommt. Und das sind diejenigen, die morgens um 6 Uhr auf den Wecker hauen, um 7 Uhr zur Arbeit fahren, die nach 9 oder 10 Stunden hundemüde nach Hause kommen, brav ihre Steuern bezahlen. Das sind die Helden des Alltags und für die müssen wir Politik machen. Danke. Politischen Debatte vor, die kommen, die sitzen auf keinem Betroffenheitssofa in einer Talkshow, aber sie tragen unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Und weil wir da gerade am Tisch drüber gesprochen haben, beim Thema Bildung, auch wenn jetzt vielleicht der ein oder andere zusammenzuckt, der Mensch fängt nicht beim Akademiker an. Wir dürfen auch den Hauptschulabschluss nicht geringschätzen, auch die mittlere Reife nicht geringschätzen. Die Menschen haben unterschiedliche Talente, die haben unterschiedliche Neigungen. Und deswegen muss die CDU dabei bleiben. Wir wollen kein Einheitsschulsystem, weil wir keine Einheitskinder haben. Die Kinder liegen uns alle gleichermaßen. Es geht doch nicht darum, dass jedes Kind eine Bildung bekommt, sondern jedes Kind seine Bildung. Caroline liebt Physik, Chemie, Biologie. Warum? Ich weiß es nicht. Von mir hat sie es garantiert nicht. Nathalie liebt Sprachen und Victoria ist eine Sportskanone. Ältere Schwester waren tolle Schülerinnen. Und Victoria kommt und sagt, Papa, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Da schmilzt natürlich jedes Vaterherz. Wenn ich mal versucht habe, zu Hause pädagogisch wertvolle Gespräche über dieses Thema zu führen, dann haben die gefragt, Papa, wie sahen eigentlich deine Zeugnisse aus? Da konnte ich jahrelang sagen, die sind im Krieg verbrannt. Aber ich habe dann den Geschichtsunterricht meiner Kinder dramatisch unterschätzt. Natürlich, wir brauchen gut ausgebildete Ingenieure und Architekten, die großartige Bauwerke entwerfen, Statiker, die das alles berechnen, aber wir brauchen auch fleißige Bauhandwerker, die Stein auf Stein setzen und diese Bauwerke errichten. Und ich sage Ihnen, wir haben alle irgendein Talent, es muss nicht das Gleiche sein, aber Kevin macht vielleicht aus 30 leeren Cola-Dosen einen Auspuff, aber er hat Probleme, den Inhalt in Kubikzentimeter zu berechnen. Ja und? Er kann doch was, er hat doch ein Talent. Und nicht nur als stolzer Vater von 3 Töchtern. Es stimmt nicht, dass wir heute eine Null-Bock-Generation haben. Es stimmt nicht. So welche Phänotypen gab es immer, gibt es heute und gibt es auch in Zukunft. Aber sie sind doch nicht prägend für die junge Generation. Wir haben Millionen junge Leute, die prima sind, die fleißig sind, die was lernen wollen, die engagiert sind, die auch einen Blick haben für die sozialen Probleme unseres Landes. Und denen können wir Deutschland in Zukunft ruhig anvertrauen. Und das dürfen wir der jungen Generation auch ruhig anvertrauen.